Die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes und die richtige mediale Berichterstattung darüber gehen oft eine ganz eigenartige Symbiose ein und bedingen einander. Im Jahr 1913, in dem Jahr, in dem die FED gegründet wurde, formulierte der damalige amerikanische Präsident Woodrow Wilson das wie folgt, und ich zitiere ihn wörtlich: Eine große Industrienation wird von ihrem Kreditsystem kontrolliert. Unser Kreditsystem liegt konzentriert in den Händen einiger weniger. Wir sind die Vereinigten Staaten, zu einer der schlecht regiertesten, einer der am meist kontrolliertesten und dominierten Regierungen der Welt geworden. Nicht länger eine Regierung der freien Meinung, sondern eine Regierung der Meinung und Zwang einer kleinen Gruppe dominierender Menschen. Zitat Ende. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu COP Kontrovers, einer Sendung für unbequem und nonkonforme Persönlichkeiten, die hier die Möglichkeit bekommen, ausführlich, unzensiert ihre Positionen, ihre Analysen und ihre Meinungen vorzutragen, jenseits eines Mainstreams der Medien- und Politiklandschaft, der oft nur das Prädikat gleichgeschaltet verdient. Werfen Sie mit uns einen Blick hinter die Kulissen und lernen Sie Fakten und Argumente kennen, die Ihnen sonst verschwiegen werden. Im Studio begrüße ich heute ganz herzlich Oliver Janich, Wirtschaftsjournalist und Publizist, investigativer Journalist und jemand, der es, da kommen wir ganz am Ende drauf, am eigenen Leib erfahren hat, wie das Publizieren unbequemer Informationen durchaus auch Folgen haben kann und abgestraft wird. Aber gehen wir zurück zu dem Zitat von Wilson ganz am Anfang. Das Kreditsystem, das Wirtschaftssystem eines Landes bestimmt, wie er schreibt, das Schicksal der Industrienation. Und die Frage, die sich daran anschließt oder die darauf Bezug nimmt, ist, welche Bedeutung hat auch in unserer heutigen Zeit, in einer Zeit großer Wirtschafts- und finanzpolitischer Verwerfungen, das Geldsystem? Ja, wir spüren jetzt gerade die Auswirkungen dieser Entscheidung, die damals getroffen wurde, 1913. Da wurde am 23. Dezember, einen Tag vor Weihnachten, wurde das entsprechende Gesetz durchgepaukt. Die meisten Abgeordneten waren damals schon im Weihnachtsurlaub. Und etwa 2 oder 3 Jahre zuvor wurde das schon geplant in einem Geheimtreffen auf Jekyll Island 1910 von den damals mächtigsten Bankern des Landes. Und gerade heute sehen wir die Bedeutung, denn dieses System ist gerade am Kollabieren. Es hat also relativ lange gehalten. Für eine Zentralbank, was die meisten Menschen nicht wissen, in den USA sind schon 3 Zentralbanken gescheitert. In der Geschichte der Menschheit ist jedes solches System, ein ungedecktes Papiergeldsystem, das erkläre ich später noch, ist gescheitert. Und wir sehen jetzt gerade, wie die Federal Reserve in den letzten Zügen liegt. Was man dabei dann erkennen muss, und ich werde die Mechanismen später dann noch die Gelegenheit haben, die zu erklären, ist, die mächtigen Banker, die sich damals zusammengesetzt haben, die wussten natürlich, dass schon 3-mal eine Zentralbank gescheitert ist und dass sie das so anlegen müssen, dass sie trotzdem mit dem Gesetz durchkommen. Das ist nämlich explizit in der amerikanischen Verfassung nicht vorgesehen, dass es eine Zentralbank geben darf. Das heißt, sie mussten schon relativ clever anstellen, das durchzubekommen, was natürlich dann auch bedeutet, dass man da konspirativ vorgehen muss. Diese Zentralbank, vielleicht das nur noch als Randbemerkung oder in der Klammer, ist ja eine private Zentralbank. Es ist ja im Unterschied zu den anderen Zentralbanken, also beispielsweise der unseren, nicht eine, die staatlich in dem Sinne kontrolliert wurde, sondern 2013 erfolgte ja die Umwandlung in eine private, also privat geführte und privat geleitete und privat dominierte Bank, was ja etwas Besonderes ist und was, wenn man das, ich sag mal, vor 5, 6 Jahren thematisiert und diskutiert hätte, auf relativ großes Erstaunen und völlige Unkenntnis gestoßen wäre. Wobei es egal ist, ob die Zentralbank privat ist oder staatlich, die machen beide dasselbe, sie drucken Geld, und zwar in unendlichen Mengen. Das heißt, völlig egal, es geht darum, dass der Staat einer Institution das Monopol gibt, Geld zu produzieren.
Es ist aus meiner Einschätzung in den USA nur deswegen privat, weil es eben in der Verfassung nicht vorgesehen war. Also musste man es privat organisieren. Aber am Ende ist es völlig egal. Das Wichtige ist, wenn eine Institution das Monopol hat, über das Geld zu bestimmen, dann muss es schief gehen und es ist völlig egal, in wessen Hand das ist. Ja. Es ist auch egal, wer Zentralbankpräsident ist. Die machen alle dasselbe. Das Drucken des Geldes klingt so banal, wie es auch in Wirklichkeit ist. Das heißt, dieses Geld wird im Prinzip aus dem Nichts geschaffen. Genau, also es klingt wirklich unglaublich und sagen wir mal, Leute, die sich damit auskennen, sagen immer Geldschöpfung aus dem Nichts und niemand versteht so recht, was damit gemeint ist. Aber es ist tatsächlich so, dieses Geld existiert eigentlich gar nicht. Ein Geld in unserem System kommt zustande durch die Vergabe eines Kredits. Also wenn ich zur Bank gehe und einen Kredit beantrage, da dachte ich früher, und ich habe selber in der Bank gearbeitet, dass sich die Bank das Geld irgendwo besorgen muss. Das stimmt. Von irgendeinem Sparer. Von irgendeinem Sparer denkt besorgen man, muss, genau. Ja, ja. In der Schule lernt man auch, dass wenn ich mein Geld zur Bank bringe, oder man lernt es im Studium, das ist das sogenannte Teilreservesystem, ist, dass die 10% bei der Zentralbank hinterlegen müssen und 90% dürfen sie weiterverleihen. Das stimmt auch, ja. Auch dadurch kommt eine Geldschöpfung zustande, denn die nächste Bank, auf der derjenige das einzahlt, der das Geld bekommt, kann wieder 90% davon nehmen und weiterverleihen. Also allein dadurch entsteht eine Geldschöpfung aus dem Nichts, aber interessanterweise auch in der Bank selbst. Sie bucht nämlich in Wirklichkeit, und ich werde da bald auch einen Artikel dazu schreiben, weil kürzlich, ich bin ja auch Vorsitzender der Partei der Vernunft, wird ein Bankenvorstand zu uns stoßen, der mir das alles bestätigt hat, und wir werden da eine größere Geschichte draus machen. Die Banken müssen sich noch nicht mal das Geld, also diese 90% besorgen, sondern sie bucht einfach Sichteinlage an Kreditkonto. Das heißt, in dem Moment entsteht auf dem Kontokorrentkonto ein Guthaben von 100.000 Euro zum Beispiel und eine Kreditverpflichtung von 100.000 Euro. Das fällt aber gar nicht auf, weil in der Bilanz stehen die Sichteinlagen auf der Passivseite der Bilanz bei der Bank, nämlich als Verbindlichkeiten, und das Kreditkonto als Forderung auf der Aktivseite. Das heißt, die Bilanz ist immer ausgeglichen, aber dem liegen überhaupt keine wirtschaftlichen Vorgänge zugrunde, zum Beispiel vorheriges Sparen oder die Produktion von Waren. Wie muss man sich denn das von der, ich sag mal, von der administrativen, technischen Seite her vorstellen? Die Bank sagt, so wie dieses Geldschöpfen aus dem Nichts den Eindruck erweckt, wir produzieren jetzt einfach einen neuen Kredit in Form einer Million oder einer Milliarde, was auch immer. Und dieser Kredit oder dieses Fiat-Geld, dieses erschaffene Geld hat überhaupt keine Sicherheit, überhaupt nichts, was in irgendeiner Weise an realem Wert dagegen steht. Ist das? Doch, eine Sicherheit hat es eben schon, aber die Sicherheit nämlich des Kunden, das ist das Interessante daran. Der Kunde verpfändet meistens, aber die Banken einem sonst kein Geld geben, sein Eigentum dafür, zum Beispiel seine zukünftigen Lohnzahlungen oder eben ein Grundstück. Die Bank hat aber gar nichts gemacht, außer Geld aus dem Nichts zu erzeugen. Das heißt, wenn der am Ende nicht zahlen kann, der Kreditnehmer, dann verfällt sein Eigentum an die Bank. Und deswegen werden die Banken in solchen Wirtschaftskrisen immer große Eigentümer an Grundstücken. Und natürlich wissen die Banker das, ja, dass sie in diesen Wirtschaftskrisen sehr billig an diese, an diese Grundstücke kommen. Also an die echten Werte. An die echten Werte, genau. Das sind die wahren, echten Werte. Während der Kunde einfach nur Geld bekommt, das eigentlich gar nicht existiert. Wenn man sich das so anhört, ist das an und für sich ja etwas, was mit den Dingen, die man so vom redlichen Kaufmannsverhalten kennt und lernt und in der Schule auch beigebracht bekommt, eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun hat. Also der Brechtsche Spruch, was ist ein Bankraub im Vergleich zur Gründung einer Bank, wird ja hier gnadenlos belegt. Genau, und ich habe diesen Spruch auch nie verstanden, und ich weiß auch nicht, ob Brecht ihn verstanden hat. Wenn ich seinen Hintergrund, vielleicht kommen wir später darauf, auf den kommunistischen Hintergrund von Bertolt Brecht komme, hat er ihn wahrscheinlich auch nicht verstanden, selber nicht verstanden. Das, was Banker an sich machen, ist ganz normal. Sie verleihen Geld und halten so die Wirtschaft in Gang. Die meisten, die dabei mitspielen, denen ist das ja selber nicht bewusst. Also sie können 100 Banker fragen, 95 oder wahrscheinlich mehr werden das gar nicht wissen, dass sie selber Geld aus dem Nichts erzeugen, weil man reicht einfach seinen Antrag an die Kreditabteilung weiter. Das heißt, die einzelnen Banker benehmen sich nicht kriminell. Der Punkt ist, das Zentralbankensystem, das diese Vorgehensweise schützt und stützt. Zum Beispiel
dieses in Besitz nehmen der Grundstücke der Bank würde auch nicht sehr viel bringen, weil unsere Banken sind ja alle pleite. Aber da die Zentralbank und der Staat sie rettet, wissen sie natürlich, sie haben am Ende auch noch die Grundstücke. Und das heißt, es ist wichtig, dass es ein Lender of Last Resort gibt, wie man das nennt, also einen letzten, der für alle garantiert, das ist die Zentralbank, und die dann auch wieder rettet. Der einzelne Banker würde in einem ehrlichen Kaufmannssystem überhaupt kein Geld erzeugen, sondern er würde unter einem, zum Beispiel, wenn die Leute Geld verwenden würden, würden sie Gold als Geld verwenden würden, würden sie das Gold zur Bank bringen und für die Verwaltung müssten die Kunden sogar noch was zahlen, dass es dort hinterlegt wird. Und nur wenn das Gold weiterverliehen wird, gibt es Zinsen. Und zwar von demjenigen, der das Gold benutzt, um es zu investieren. Und das ist jetzt der entscheidende Unterschied zu unserem jetzigen System, wenn der Unternehmer, dem das Gold geliehen wird, pleite geht, dann ist das Gold bei dem Lieferanten von dem und die Goldmenge hat sich nicht vermehrt. In unserem System ist es aber so, wenn der Unternehmer, dem das Geld gegeben wurde, pleite geht, dann hat immer noch der Anleger, dessen Geld dort genommen wurde, im Teilreservesystem, hat immer noch den Anspruch auf zum Beispiel 100 Euro, die er zur Bank gebracht hat. Und bei dem Lieferanten dieses Unternehmers liegen auch immer noch die 100 Euro, die er ihm gegeben hat. Das heißt, da hat sich die Geldmenge verdoppelt auf 200 Euro, ohne dass tatsächlich etwas produziert worden ist. Und unter einem Goldsystem würde einfach das Gold bei dem anderen bleiben, ja, der Lieferant des Unternehmers, und die Geldmenge würde sich nicht vermehren. Die Deckung oder die Bindung der Währungen an den Goldstandard ist ja etwas, was wir im 19. Jahrhundert stabil gehabt hatten, auch mit dem Ergebnis einer großen Währungsstabilität innerhalb der einzelnen Währungen und was wir auch dann am Anfang des 20. Jahrhunderts durchaus noch gehabt haben. Warum kam es zum Bruch und warum ist aus dieser Goldbindung dann plötzlich keine Goldbindung und das Gold in seiner Wichtigkeit quasi zur Seite geschoben worden? Ja, das ist die große Frage. Ja. Also was wir jetzt erleben mit dem Geldsystem, das zieht sich durch die gesamte Geschichte. Über 4000 Jahre immer dasselbe Spiel. Sogar in der Bibel ist schon davon die Rede, von Inflation und Teuerung. Und wie wir noch sehen werden, Teuerung ist immer ein Ergebnis von zu viel Geld drucken, weil wenn ich mehr Geld drucke als Waren, dann werden die Waren teurer, das ist Inflation. Das heißt, auch schon zu Zeiten der Bibel gab es dieses Phänomen. Und man muss sich natürlich fragen, wie das sein kann. Und die Zeit, also ich rede ungern von einer Goldbindung, also die gab es tatsächlich und die Zeiten waren auch besser, an denen die Währung an Gold gebunden worden. Aber ich persönlich und auch die Partei der Vernunft ist nicht für eine Goldbindung. Warum? Weil der Staat sie eben irgendwann mal immer aufhebt, um Kriege und Schulden und so weiter zu finanzieren und Ausgabenprogramme. Das heißt, der Staat muss sich völlig raushalten aus dem Geldwesen, weil Planwirtschaft immer zu Misswirtschaft führt, besonders stark im Geldwesen. Und dann werden die Menschen automatisch auf Gold als Währung zurückgreifen. Und das war auch zum Teil so im 19. Jahrhundert. Und da gab es nicht nur Preisstabilität, sondern auch ein enormes Wirtschaftswachstum, enorme technische Erfindungen und so weiter. So, und da muss man sich ja fragen, also die offiziell, wenn man das in Geschichtsbüchern nachliest, wird immer gesagt, ja, die haben die Zentralbanken erschaffen, um irgendwelche Krisen zu bekämpfen. Wenn man sich dann die Krisen anschaut, dann waren das A, oft inszenierte Krisen und B, in der Regel lokale Krisen. Es gibt nämlich immer kleine Papiergeldsysteme, die platzen. Ja, also es gibt auch einzelne Banken, die pleite gehen, nur ist es ganz normal in einer Marktwirtschaft, dass Unternehmen pleite gehen. Und dann wird immer gesagt, ja, wir müssen das ganze System ändern. Und die große Frage ist, da ich 100% sicher vorhersagen kann, dass ein Zentralbankensystem platzt, das scheitert an der Geldschöpfung und an der zentralen Steuerung, muss man sich ja fragen, warum die Leute, die es geschaffen haben, das trotzdem gemacht haben. Und da muss man einfach zu dem Schluss kommen, dass das kein Zufall gewesen sein kann. Aber wenn das generell so ist, würde man zumindest für die Bundesrepublik und für, ich sag mal, das Thema D-Mark sagen, dass die Zentralbank, die wir in der Zeit, in der sie noch verantwortungsvoll und verantwortungsbewusst gehandelt hat für die D-Mark und bestimmte Casino-Mentalitäten eben noch nicht zugelassen waren, eine der stabilsten Währungen der Welt geschaffen haben, auch Wohlstand geschaffen haben. Also da hat es ja zumindest dem
Oberflächenaugenschein nach funktioniert. Ja, eine Zeit lang funktioniert das immer. Also die Beobachtung ist richtig, die D-Mark war stabiler als die anderen Währungen, nur, aber die anderen Währungen waren einfach noch schwächer, noch instabiler. Aber auch die D-Mark hat jetzt zusammengezählt mit dem Euro über 90% seines Werts verloren. Ja, zusammengezählt mit dem Euro. Ja, und davor waren es 80% hat die D-Mark verloren. Jetzt insgesamt mit dem Euro 90%. Also auch die D-Mark hat, je nach Berechnung, ja, das ist leider, kann man das, oder wird das oft anhand der offiziellen Statistik berechnet, die falsch ist, also die Inflation unterschätzt. Aber sie hat auch weit über 80% verloren. Das heißt, wir könnten alle das Fünffache heute verdienen, auch mit der D-Mark. Die D-Mark war nur etwas stärker als die anderen Währungen, weil die Deutsche Bundesbank etwas unabhängiger war und mehr auf die Preisstabilität geachtet hat. Aber noch besser wäre, es gäbe überhaupt keine Zentralbank, weil dann bleiben die Preise automatisch stabil. Ganz im Gegenteil, durch den technischen Fortschritt werden alle Waren immer billiger. Wir merken das nur nicht, weil wir noch mehr Geld produzieren, als wir mehr Waren produzieren. Das heißt, alles, was wir hier heute um uns herum sehen, könnte ein Zehntel kosten, wenn wir damals die D-Mark nicht eingeführt hätten. Diese Geldschöpfung, warum ist die gekoppelt an eine Zentralbank, auch eine ganz normale Bank, zu der wir gehen, eine Kreissparkasse selbst oder eine Raiffeisenbank, was auch immer, und man dort einen Kredit beantragt, verfährt ja genauso, auch wenn es die Zentralbank nicht gäbe. Ja, also der entscheidende Punkt ist hier, da spielen mehrere Faktoren zusammen. Einmal die Zentralbank und vor allem das gesetzliche Zahlungsmittel. Das heißt, wir sind ja verpflichtet, unsere Steuern in Euro zu bezahlen oder früher in D-Mark und jeder muss diese D-Mark und die Euros annehmen. Der Punkt ist, auch jetzt schon könnten die Leute eigentlich merken, dass das Geld nichts wert ist, weil es steht auch gar nicht mehr drauf auf dem Geldschein, dass es gegen irgendwas eintauschbar ist. Die Leute merken es noch nicht, das hat Ludwig von Mises, ein Vertreter der österreichischen Schule und später Friedrich August von Hayek herausgearbeitet. Wir erinnern uns nur daran, kollektiv sozusagen, dass es irgendwann mal einen Wert hatte und wir machen ja jeden Tag die Erfahrung, dass wir mit dem Euro bezahlen können. Deswegen merken wir das im Moment nicht. Aber wenn es die Zentralbank und das gesetzliche Zahlungsmittel nicht gäbe, gäbe es ja auch Banken, die ein wertstabiles Geld anbieten würden, nämlich ein nicht beliebig vermehrbares. Und automatisch würden alle Leute sofort zu der Bank gehen, die ein stabiles Geld anbietet. Nur im Moment gibt es ja nur instabile Währungen. Das heißt, wir haben gar nicht die Wahl, uns für ein stabiles Geld zu entscheiden. In Wirklichkeit geht es nicht darum, dass die Bank entscheidet, was für ein Geld benutzt wird, sondern wir würden alle ein stabiles Geld, nämlich Gold oder Silber, benutzen. Und die Banken würden nur darum konkurrieren, wie hoch der Preis ist dafür, dass sie es verwahren. Und dann würden die Menschen automatisch merken, ja Moment, die anderen drucken ja nur irgendwelche Zahlen auf Geldscheine. Also es ist ein bisschen komplexer. Man muss sozusagen durch die Geschichte gehen, um auch zu merken, bis 1973 gab es ja auch eine teilweise Golddeckung. Die ist erst im Zuge von Bretton Woods aufgehoben worden. Und bis dahin dachten die Leute immer, okay, es ist gegen Gold eintauschbar. Auch heute noch gibt es Leute, die glauben, es ist gegen Gold eintauschbar. Nur die meisten fragen gar nicht mehr danach. Die Goldbindung wurde irgendwann aufgehoben. Wir merken ja, wir können jeden Tag damit zahlen. Und erst wenn es zur Hyperinflation gibt, dann wird den Leuten bewusst, der Moment mal, das ist gar nichts wert. Gut, in den USA kam ja zu dem Bretton Woods und dem Aufheben der Goldbindung auch noch das Umgekehrte hinzu, dass bis in die Clinton-Regierung, ja, in die Zeit der Clinton-Regierung, der Goldbesitz strafbar war. Ja, ja, also, noch zusätzlich. Das ist dann ja nochmal die komplette Umkehr. Heißt aber doch eigentlich, dass Währungssysteme, die an die beiden Edelmetalle gekoppelt sind, sind die der Ausweg? Ist das das, was uns vor solchen Wirtschaftskrisen, wie wir sie im Augenblick haben, und wo das Ende ja noch lange nicht absehbar ist, dann bewahren würde? Also das ist auch unter libertären Ökonomen umstritten. Für mich ist es eine Frage der Logik oder der Erfahrung, dass es nicht funktionieren kann, wenn es gekoppelt wird. Ich meine, wenn ich einen Gold- und Silberstandard hätte, habe ich schon mal den Vorteil, dass ich zwei verschiedene Möglichkeiten habe. Aber ich behaupte, dass der Staat überhaupt nicht darüber bestimmen darf. Denn irgendwann mal hebt er die Gold- und Silberbindung wieder auf, egal an was es gerade bindet, warum. Er versucht sich in einer Demokratie die Wählerstimmen zu erkaufen und es ist immer einfacher, statt die Steuern zu erhöhen, die Verschuldung zu erhöhen. Und die Verschuldung erhöhen kann ich nur, indem ich Geld aus dem Nichts schöpfe, weil sonst müsste ich tatsächlich das Gold, müssten irgendwelche Investoren mir mein Gold überlassen, das würde keiner tun. Das heißt, der Staat muss einfach, wie in anderen Märkten auch, zum Beispiel
Weitgehend hält es sich aus der Handyindustrie raus und die Handyindustrie funktioniert super. Es wird immer billiger, die Waren werden immer besser. Autoindustrie hält es sich weitgehend raus, wenn man vom TÜV mal absieht. Und überall kann man Autos kaufen, verschiedenster Art, je nachdem, was man haben will. Und in jedem Markt, in dem der Staat eingreift, gibt es Probleme. Ich nenne da als Paradebeispiel den Gesundheitsmarkt. Wir wissen aus der DDR und aus der Sowjetunion, dass Planwirtschaft nicht funktioniert. Der Grund ist, weil die zentrale Stelle, Planstelle, kann die ganzen Bedürfnisse von Millionen von Bürgern nicht kennen. Und schon gar nicht auf 5 Jahre prognostizieren. Genau, die berühmten 5-Jahrespläne, die übrigens jetzt wiederkehren im Zuge der CO2-Thematik, da kommen wir vielleicht noch drauf. Man kann es eben nicht prognostizieren. Und wenn aber der Staat sich nicht einmischt, funktioniert es ideal, ja, wie im Handymarkt jetzt als Beispiel. Mhm. So, im Gesundheitsmarkt, was sehen wir? Es wird alles immer teurer, die Versorgung wird immer schlechter. Es bilden sich sozusagen, wie in der DDR, wo sich Schlangen vor den Geschäften gebildet haben, bilden sich bei uns Schlangen in den Wartezimmern. Wie kann es sein, dass ein Patient darauf warten muss, Kunde werden zu dürfen, denn er ist ja eigentlich Kunde des Arztes und der Arzt müsste sich freuen, ihn bedienen zu dürfen. Aber es ist bei uns genau umgedreht, er ist 2/3 seiner oder die Hälfte seiner Zeit damit beschäftigt, Formulare auszufüllen, hat gar keine Zeit. Ja. Dann werden ihm Budgets zugeteilt, wen er wann in welchem Quartal noch behandeln darf, völlig undenkbar in einem freien Markt. Im Gegenteil, er würde sich freuen, kommen Sie bitte rein, danke, ich darf Geld an Ihnen verdienen. Der Patient sagt, danke, Sie wollen mich heilen, das ist nämlich ein gegenseitiges Geschäft. Und da gäbe es überhaupt keine Probleme. Oder Kindergärten, auch so ein Beispiel. Warum muss ich auf meinen Kindergartenplatz warten? In keiner anderen. Zum Teil kriege ich gar keinen. Warum? Weil der Staat irgendwie einen Bedarf an Kindergärten zentral feststellt. Statt dass man das freilässt, also man muss natürlich dann die Leute selber dafür zahlen lassen, dann heißt es wieder, das wäre sozial ungerecht. Natürlich ist es nicht sozial ungerecht, weil irgendjemand zahlt ja auch den staatlichen Kindergarten. Nur halt nicht der sein Kind dahin hinschleppt oder hinbringt. Ja, ja. Ich darf bei dem Kindergartenbeispiel, das ist eins meiner Lieblingsbeispiele bleiben, weil es geht ja immer, wenn Sozialisten versuchen, die Menschen hinters Licht zu führen, dann immer mit dem Argument Kinder. Ja, Kinder, inzwischen ist es Umwelt und Kinder. Es gibt bei uns Regelungen, wie breit der Gang in einem Kindergarten sein darf. Da würde jetzt der normale Deutsche sagen, ja, das ist doch gut, dass es da eine Regel gibt, dass der nicht zu eng ist. Was wäre denn die logische Lösung in einem Markt? Ja, dass die Eltern sich einfach die Kindergärten anschauen und sagen, nee, also das ist mir zu eng. Ja, und es gibt, wie es zig Autohändler in jeder Stadt gibt, zig Kioske, zig Lebensmittelhändler, gäbe es auch zig Kindergärten, wo man sich die Farbe des Kindergartens aussuchen kann, wie nett die Kindergärtnerin ist. Ja. So würde das funktionieren. Aber das würde auch heißen, dass derjenige, der das Kind hat, dafür bezahlt. Das heißt, ein Wirtschaftssystem, was nicht ein sozialistisches sein will, ist im Sinne der Vertragsfreiheit eines, was funktioniert. Und in dem Moment, wo der Staat anfängt, sich zu involvieren und hineinzuregieren, werden die Bereiche auch sofort problematisch. Genau, und das ist das Wichtigste, was man begreifen muss. Darum geht es auch in meinem Buch, den Leuten zu erklären, was Kapitalismus eigentlich ist. Das System, das wir haben, wenn man das als Kapitalismus bezeichnet, dann bin ich auch Kapitalismusgegner. Nur es ist kein Kapitalismus. Man kann es Kooperatismus nennen, wir sind auf dem Weg zum Sozialismus. Mhm. Und das ist an einem einfachen Punkt zu erklären. Der eigentlich gemeinte Kapitalismus oder die Marktwirtschaft heißt nur Vertragsfreiheit. Das heißt, zwei Menschen sind in der Lage, freiwillig einen Vertrag auszuhandeln. Ja. So wie wir uns darauf geeinigt haben, dass wir heute hier miteinander sprechen. Ja. Solange wir dabei nicht jemand Dritten schaden, sind wir dazu berechtigt, dazu brauche ich keinen Staat. Und der entscheidende Punkt ist, wir beide dürfen niemandem damit schaden. Wie erreiche ich das, dass wir niemandem damit schaden? Indem der Staat die Rechte, die Eigentumsrechte vor allem des Einzelnen schützt. Ich muss immer lachen, wenn ich lese, was die EU alles regelt. Im letzten Jahr hat die EU-Kommission alleine 3000 Gesetze und Rechtsverordnungen verabschiedet. 3000 Stück. Frage ich mich immer, was sie da alles regeln. In Wirklichkeit sind sogar die 10 Gebote noch zu viel. Ich hab neulich mit einem Freund diskutiert und wir haben es geschafft, sogar noch die 10 Gebote auf ein Entscheidendes zu reduzieren. Und zwar das Gebot, du sollst nicht stehlen. Das reicht eigentlich völlig. Das beinhaltet, du sollst nicht lügen, weil wenn man jemanden belügt und ihn dabei bestiehlt, beinhaltet er das. Und du sollst nicht töten, beinhaltet es auch noch, wenn ich meinen Körper als mein Eigentum betrachte. Das heißt, eigentlich bräuchte man nur ein Gebot, dass man nichts von jemand anderem wegnehmen darf. Wie erreiche ich das in einem Rechtsstaat, in dem das Eigentum des Einzelnen geschützt ist? Also man könnte es etwas mit der Aufklärung sagen, letztendlich reicht der kategorische Imperativ von Kant, genau, der all das umfasst und mit einem Satz Lebenswirklichkeiten freiheitlich organisiert, genau, und fertig. Genau. Ja, solange ich keinem anderen schade, darf ich tun und lassen, was ich will.
So, und was man jetzt begreifen muss, wenn ich ein neues Gesetz mache, dann greift das in die Freiheit von uns beiden und allen anderen ein. Denn da wir uns ja auf freiwillig sowieso auf alles einigen können, heißt es ja, dass ein neues Gesetz regelt, dass wir uns nicht einigen dürfen. Sonst bräuchte ich ja kein neues Gesetz. Das heißt, die EU-Kommission hat letztes Jahr schon 3000 Mal in das Leben von Hunderten von Millionen von Menschen eingegriffen, nämlich alle, die in der EU organisiert sind. Jedes neue Gesetz greift in die Freiheit des Einzelnen ein. Und begründet wird das immer mit der sozialen Gerechtigkeit. Und darauf kommen wir ja noch, dass das genau sozial ungerecht ist, was da passiert. Gut, es ist nicht nur sozial ungerecht, es ist in vielen Bereichen zum Teil sogar noch viel schlimmer. Mhm. Schädigt Gesundheit und. Also ja. Insofern ist es schon erstaunlich, dass ein Konstrukt wie die EU, die ja unter dem Mantel von Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit antritt, an sich sich in eine ganz andere Richtung entwickelt, führt zu der Frage, warum denn diese Tendenz, warum denn dieser Zwang und dieser Hang einer solchen Regelungswut überhaupt besteht. Was ist denn das, wohin der Marsch gehen soll? Also das ist eine lange Diskussion, auch unter libertären Ökonomen. Also es gibt darunter diejenigen, die sagen, das entwickelt sich alles automatisch. Ja, aus so einem, also es ist eins ist klar, Bürokratien verselbstständigen sich. Das ist völlig klar, weil ein Beamter rechtfertigt sein Tun damit, dass er in das Leben der Menschen eingreift, sonst hätte er ja nichts zu tun. Also die meisten Beamten, außer die der Justiz und Verteidigung, sind ja überflüssig, denn sie regeln etwas, was die Leute auch untereinander regeln könnten. Also erfinden sie immer neue Gesetze. Und damit ihren quasi eigene Berechtigung, genau, also Existenzberechtigung. Genau. Und das ist sicherlich wahr, aber was man auch sehen muss, es wurde ja auch schon zum Beispiel von den Vätern der amerikanischen Verfassung erkannt, wie wichtig die Freiheitsrechte sind. Deswegen ist die amerikanische Verfassung so geschrieben worden, dass das alles nicht passieren kann, aber trotzdem ist es passiert. Trotzdem gibt es eine Federal Reserve, trotzdem gibt es einen Patriot Act, der komplett die Bürgerrechte ausgeschalten hat, Folter legalisiert hat. Im Lissabon-Vertrag ist eine Todesstrafe wieder möglich und das Töten von Menschen bei Aufruhr und Aufstand wissen die meisten Menschen nicht, weil die Mainstream-Presse nicht darüber berichtet, da kommen wir auch noch drauf wahrscheinlich. Das heißt, man könnte auch sagen, das entwickelt sich eben so. Aber wenn man genauer hinschaut, sind es ganz bestimmte Einflussgruppen, die dafür sorgen, dass sich etwas entwickelt. Zum Beispiel entwickelt sich Europa in eine Art, eine Richtung, die ich würde das als EU-DSSR bezeichnen, in Anlehnung an die UdSSR, weil die Parallelen sind hier erstaunlich. Und wie wir inzwischen wissen aus den Stasi-Archiven und auch zum Teil aus KGB-Archiven, sind westliche Politiker ganz massiv beeinflusst worden und auch die Geschichte in der Bundesrepublik Deutschland über die 68er-Generation massiv beeinflusst worden, dass sich die EU in so eine Richtung bewegt. Und das sind die heute politische Verantwortung tragen. Genau. Das heißt, wenn man jetzt der Theorie nach hinge, das Ganze sind so Entwicklungsprozesse, die nicht irgendwie gesteuert sind, sondern die sich eben im Sinne von Verselbstständigung oder einfach Schieflagen, die entstehen, dann ist das eher etwas naiv. Und wenn man hinter solchen Entwicklungen durchaus konkrete Planung und Absichten sieht, ist das wahrscheinlich das eher Wahrscheinlichere als diese Zufallstheorie. Ja, zumal es ja da sehr gute Quellen dafür gibt. Also man muss da gar nicht spekulieren. Ja. Wir wissen zum Beispiel, ist im Kopp Verlag erschienen, Thorsten Mann sehr interessante Bücher geschrieben über die kommunistische Langfriststrategie, die ich jetzt vielleicht gleich mal erläutern kann. Die Bücher heißen Weltoktober und Rote Lügen im grünen Gewand. Gerade lese ich von Peter Horvath, einem Historiker, das Buch Die inszenierte Revolte über die 68er-Generation. Und diese Bücher, ich schilder auch diese Langfriststrategie, mein Buch fasse sie aber nur kurz zusammen, die stützen sich auf die Berichte von Überläufern. Die haben uns erzählt, dass es einen kommunistischen Langfristplan gibt, den Kommunismus weltweit zu verbreiten. Das war schon immer das Ziel des Kommunismus, haben die ganz offen gesagt. Haben aber irgendwann mal gemerkt, das begann unter Lenin, dass sie außer in Afrika, wo viele kommunistische Umstürze gelungen sind, das ist der Grund für den Hunger in Afrika, ist hauptsächlich, dass dort kommunistische Regierungen herrschen
oder auch manchmal faschistische Regierungen, was aber dasselbe ist. Es gibt kein Privateigentum und dadurch verhungern die Leute, weil an sich hätten die ja mehr Rohstoffe als wir. Dort in Afrika ist es gelungen, Umstürze zu organisieren. Im Westen ist es nicht so gut, hat es nicht so gut funktioniert. Also hat der KGB beziehungsweise Lenin damals eine neue Strategie entworfen, die wurde unterbrochen durch Stalin, der hat die Lenin-Leute umbringen lassen und dann wurden die alten Pläne wieder herausgekramt und da hat man gesagt, okay, wir brauchen eine Strategie der Annäherung an den Westen und diese Überläufer, die das uns erzählen, unter anderem Anatoli Golizin und Jan Schena, ein tschechoslowakischer General, der unter dubiosen Umständen inzwischen gestorben ist, sind übergelaufen, haben zahlreiche Spione enttarnt, wirklich gute Arbeit geleistet und haben diese Strategie dem CIA und den westlichen Geheimdiensten geschildert. Das, was ich jetzt auch gleich schildern werde, sind aber dort auf taube Ohren gestoßen und haben deswegen Bücher geschrieben. Das heißt, man kann das alles nachlesen und in den Büchern sind auch die jeweiligen Quellen angegeben. Wenn man sich jetzt wundert, dass die auf taube Ohren gestoßen sind, ist das möglicherweise auch ein bisschen naiv. Es gibt ein schönes Zitat, wenn es um die Frage der Steuerung geht und der Entwicklung in eine solche sogar Gesamtweltplanung, das, was man dann mit New World Order bezeichnet, von David Rockefeller in seiner eigenen Biografie. Ich zitiere das gerade nochmal, weil er das ist natürlich dann eine authentische Quelle, weil er es selber über sich selbst geschrieben hat. Zitat, einige glauben sogar, dass wir seien Teil einer geheimen Verschwörung, die gegen die Interessen der USA opponiere und werfen uns vor, wir konspirierten mit anderen auf der ganzen Welt, um eine neue, ganzheitlichere, globale, politische und wirtschaftliche Struktur aufzubauen, eine neue Welt, wenn Sie so wollen. Wenn das die Anklage ist, sein Fazit, dann bin ich schuldig und ich bin stolz darauf. Das heißt, wenn jemand eine solche Planung offenbart bei denjenigen, die dasselbe wollen, muss man sich nicht wundern, wenn man auf taube Ohren stößt. Ja, genau, wenn man es den Leuten sozusagen ins Gesicht sagt. Ja. Da kann ich jetzt zurückkommen auf die kommunistische Strategie, denn Rockefeller hat auch, ich glaube 1973, in den 70er Jahren jedenfalls dem Time Magazine gesagt, wie sehr er Mao bewundert und sein kommunistisches Experiment. Ja? Und wir wissen ja, dass zig Millionen da gestorben sind, aber das stört den Herrn Rockefeller nicht. Ich möchte noch mal kurz diese kommunistische Langfriststrategie erklären. Und zwar, der Plan war zu sagen, und diese Überläufer haben uns das gesagt, bevor es passiert ist, war zu sagen, wir lassen den Warschauer Pakt zum Schein zusammenbrechen und sogar die Mauer fallen und Deutschland soll sich wieder vereinigen. Das haben sie gesagt, bevor die Mauer gefallen ist. Golizin hat es in den 60er Jahren gesagt, hat 1985 oder 84 ein Buch darüber geschrieben, New Lies for Old, glaube ich, ist ja der Titel, und später The Perestroika Deception. Das Interessante daran ist, alles, was der vorhergesagt hat, ist passiert. Und die Jüngeren unter uns erinnern sich nicht daran. Bis wenige Tage vor dem Mauerfall hat niemand daran gedacht, dass die Mauer fällt. Niemand. Schröder hat, das ist in meinem Buch, 6 Wochen vor dem Mauerfall noch gesagt, völlig unmöglich. Also niemand wusste das, aber diese Überläufer haben gesagt, das genau wird passieren. Es ist ja sogar, wenn man diese Episode der deutschen, jüngeren deutschen Geschichte sich anschaut, sogar noch krasser. Es war ja für den November genau derselben Jahres auf dem Parteitag der Sozialdemokraten vorgesehen, das Wiedervereinigungsgebot aus dem Grundgesetz als Relikt zu entfernen. Das heißt, angesichts des Mauerfalls, da hatte die Geschichte den eigenen vorgesehenen Parteitagsbeschluss überholt, hatte man gesagt, das ist Rhetorik, brauchen wir alles gar nicht mehr. Mhm. Und insofern war es nicht nur so, dass da irgendjemand die Erwartung gehegt hätte, sondern man hatte sich eingerichtet in Spaltung, Zweistaatlichkeit, Bundesrepublik und kommunistische Systeme in Ost-Berlin und fertig. Das wusste ich gar nicht, ja, aber das ist offensichtlich eher der Basis entsprungen, denn die Spitze wusste sehr wohl Bescheid, wie ich auch in meinem Buch schreibe. Also bis kurz davor hat es niemand geahnt. Inzwischen, es hat auch Andreas Bönte mit einem Kollegen damals von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein Buch geschrieben, Das Komplott. Andreas Bönte ist, den ich zufällig vor vielen Jahren mal kennengelernt habe, ist BR-Redakteur, also arbeitet bei der ARD. Bayerischer Rundfunk, ja. Und die haben auch nachgewiesen in diesem Buch, hat sich auch kaum verkauft,
dass Moskau den Fall der Mauer akribisch geplant hat. Ja, das geht aus den Geheimarchiven hervor. So, wir haben also jetzt die Überläufer, die erzählen, dass der Mauerfall geplant war. Wir haben die Geheimarchive, dass der Mauerfall geplant war. Wir haben Journalisten vom BR und von der FAZ, die das in Büchern beschreiben. Wir haben Peter Horvath, einen Historiker, der übrigens selbst der 68er-Generation angehört hat und diesen kommunistischen Vereinigungen. Das heißt, wir haben viele glaubwürdige Zeugen, wir haben die Beweise in den Archiven, aber es steht weder in der FAZ, für die einer von denen arbeitet, noch kommt es in der ARD, noch kommt es in den Tagesthemen. Und da sind wir bei dem Thema, wie kann es sein, dass es für auch alle Dinge, die ich in meinem Buch habe, sind belegt, unter anderem das Rockefeller-Zitat, das Zitat von den US-Präsidenten, alles belegte Tatsachen, aber warum erscheinen die nicht in den Medien? Ganz offensichtlich gibt es kein Interesse oder es darf kein Interesse an diesen Fragen geben. Wenn es eine solche, ich sage jetzt mal, sozialistische, kommunistische Langzeitstrategie gibt, die sich auch in dem widerspiegelt, was zunehmend aus Brüssel kommt. Also die Bezeichnung EU-DSSR ist durchaus etwas, was dieses Konstrukt treffend charakterisiert. Wären die Instrumente interessant, mit denen man die Menschen zu einer solchen Planung, zu einer solchen weiteren Reglementierung ihres Lebens bewegen kann. Und da gibt es ja auch eine ganze Reihe von interessanten Instrumenten, denen wir richtig aufgeregt nachlaufen. Und wenn man richtig hinguckt, sagt man, was soll das eigentlich? Genau, die Strategen, die kommunistischen Strategen sind wesentlich, oder die Strategien sind ausgefeilter geworden. Also Teil dieser Strategie ist, das muss ich noch fortführen, ist die EU auszubauen zu einer Art Sowjetunion und dazu auf die westlichen Parteien zuzugehen. Und das eben nicht mit dem Wort Kommunismus. Das wird peinlich vermieden, dazu Kommunismus zu sagen. Wenn ich mir aber die heutigen EU-Kommissare anschaue, sehr viele haben eine kommunistische Vergangenheit. Viele kommen auch aus den Ostländern, die nach wie vor laut den Überläufern vom KGB kontrolliert sind oder überwacht werden. Diejenigen, die nicht mitspielen bei dem Ganzen, stürzen in Flugzeugen ab, wie der polnische Präsident. Zufällig natürlich. Ja, zufällig leitet auch ein Ex-KGB-Mann, nämlich Wladimir Putin persönlich, die Untersuchungen. Ja. Da gibt es ja auch eine Menge Indizien. Gerhard Wischniewski hat ja bei COP Online da auch vieles dazu gemacht. Das sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Man kann also den Leuten jetzt nicht mehr so deutlich sagen, wir wollen euch eure Freiheit nehmen, weil ja viele das mitbekommen haben, dass der Kommunismus irgendwie nicht funktioniert hat, auch in der DDR nicht. Der neue Trick ist Ökologie, die grüne Welle. Ja? Ich nenne es nicht mehr Kommunismus, ich nenne es Klimaschutz. Wie funktioniert das beim Klimaschutz? CO2 fällt bei jedem Produktionsprozess an und wenn wir ausatmen. Das heißt, alles, was wir tun, hat mit CO2 zu tun. Es ist sogar so, dass ohne CO2 säßen wir gar nicht hier, wir würden nicht leben. Unser Organismus beruht auf Kohlenwasserstoffverbindungen. Das heißt, ohne CO2 wäre ein Leben auf dieser Erde gar nicht möglich. Es gäbe keine Pflanzen, es gäbe dann keine Tiere und keine Menschen. Und im Gegenteil, der Stand des CO2 ist so niedrig wie selten zuvor in der Welt, in der Geschichte der Welt. Der Erde, ja. In der Geschichte der Erde ist sehr weit unten. Das Pflanzenoptimum liegt bei den 10- bis 100-fachen. Im Moment haben wir nur 0,038% der Atmosphäre ist CO2, nur 0,038%. Vom jährlichen CO2-Ausstoß verursacht der Mensch durch technische Geräte oder Verbrennen fossiler Brennstoffe 1,2%. Also wir haben auch noch einen sehr, sehr geringen Einfluss auf CO2. Aber das CO2, das wir benutzen, das wird reglementiert und das spielt eben eine Rolle in der Produktion von Produkten. Zum Beispiel dadurch, wobei man den ersten Teil der Fakten, nämlich den Anteil an der Luft, was CO2 betrifft, und deren anthropogenen Anteil, also der vom Menschen beeinflussten Anteil, in den wirklichen Zahlen komplett aus der Diskussion rausblendet, genau. Und so tut, als ob eine Veränderung des CO2-Ausstoßes, eine Reduktion um 20%
die Erde irgendwo, ich sage das mal salopp, jucken würde. Genau, weil diese 20%, also es sind ja von, 20% von 1%, das sind ja dann nur 0,2%. Ja? Ja, und das von 0,04 genau. Oder 0,038%. Ja, also wir sind da irgendwo hinterm Komma. Ja. Das heißt, diese entscheidende Zahl wird verschwiegen. Allein das ist übrigens das, was mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass da irgendwas nicht stimmen kann, ist, dass ich diese Zahl nie in den Mainstream-Medien gelesen habe. Und ich fordere jeden Zuschauer auf, das zu tun, es zu googeln. Also mit Google meine ich nie das Internet als Quelle zu benutzen, sondern als Medium, um zur Originalquelle ja. zu gelangen. FAZ, Spiegel vor allem, aber auch Focus, alle anderen Zeitschriften. Nie ist von diesen 0,038% die Rede. Und so kam ich drauf, dass ich mir sage, Moment mal, warum erzählen die uns das nicht, dass das so wenig ist? Weil das steht in jedem Schulbuch, wie wenig das ist. Wobei inzwischen nicht mehr. Inzwischen ist das auch gesäubert. Auch gesäubert, ja. Das sind wirklich Säuberungsmaßnahmen. Wir haben gerade den Beitritt eines jungen Schülers in unserer Partei. Also wir haben ja von jung bis alt alles. Der auch Vorträge gehalten hat, dass das mit dem Klimaschwindel nicht so sein kann. Der ist nicht versetzt worden, ja. Beziehungsweise auf eine niedrigere Schulform von Gymnasium auf die Realschule versetzt worden. Das passiert immer öfter, also ich höre die Berichte immer öfter, dass wenn man nicht die offizielle Doktrin vertritt, selbst wenn die richtig wäre, ja, dass man dann schlechte Noten bekommt. Und, so mittelalterliche Ketzerzüge. Genau, ja, das ist genau wie die Hexenprozesse. Und das war für mich der Anlass, nochmal da genauer hinzuschauen, und dann stellt sich heraus, dass ja praktisch alles gelogen ist. Also es wird auch nicht mehr wärmer, es wird seit 15 Jahren kälter. Wie spätestens in so einem kalten Winter wie jetzt kommen bei einigen der Verdacht auf, da stimmt doch was nicht, zum Glück. Ja. Wobei das nicht sagt, natürlich einen Ausschlag, aber es gibt eben eine eindeutige Tendenz, ja, dass 15 Jahren wird es kälter. Das Polareis ist auf dem höchsten Stand seit den 70er Jahren, global, nur zufällig schmelzen die Gletscher in den Alpen ab, aber global nimmt es zu, die Eisbären vermehren sich wie die Karnickel und nicht umgedreht, die sterben nicht aus, die lutschen ja auch das Eis nicht. Also einem Klimamärchen stimmt gar nichts, ja, um das zu verkürzen. Also muss es um mehr gehen. Und worum es dann eben geht, ist es, die Menschen zu kontrollieren, indem ich zum Beispiel die Energie verteuere. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Inzwischen beträgt der Aufschlag auf den normalen Energiepreis über 100% durch Gesetze und durch Verordnungen und Energieeinspeisung und Steuern. Das heißt, ich zahle jetzt schon den doppelten Energiepreis. Der Aufschlag auf die Arbeit beträgt inzwischen schon 200%. Also wir könnten alles Dreifache verdienen, weil nur noch ein Drittel nach Abzug aller Steuern und Abgaben bei uns ankommt. Ja. Und dadurch zerstöre ich die freie Marktwirtschaft und den Glauben in die freie Marktwirtschaft. Weil durch die Geldinflation, durch die wir alle ärmer werden, gibt es soziale Probleme. Durch die Steuern und Abgaben wird die Arbeit künstlich verteuert. Dadurch wandert die Arbeit ab in andere Länder. Durch die Klimathematik wird die Energie extrem verteuert. Und jetzt sage ich mal, nehmen wir mal an, das ist alles keine kommunistische Strategie. Es wirkt aber genauso, dass wir am Ende im Kommunismus enden. Warum? Alle denken, oh Gott, der Kapitalismus ist schuld, irgendwas funktioniert hier nicht, und fordern immer mehr Gesetze. Das heißt, wir landen automatisch, das hat Hayek herausgearbeitet in seinem Buch, auch der Weg in die Knechtschaft, Friedrich August von Hayek, der Nobelpreisträger, der auch an deutschen Schulen und Universitäten nicht gelehrt wird, dass diese ersten Eingriffe, die es den Leuten erschweren, freiwillige Handlungen zu begehen, so viele Probleme nach sich ziehen, dass der Staat immer weiter eingreift. Das sehen wir jetzt mit den Rettungspaketen, wo nur Banken gerettet werden und nicht irgendwelche Anleger. Dann gibt es einen Eingriff nach dem anderen, und am Ende lande ich automatisch im Kommunismus, selbst wenn das keine Strategie wäre. Das Klimathema ist ja auch eins, was unabhängig von der ökonomischen Auswirkung, dass es letztendlich uns ausbeutet mit den ganzen Auswirkungen, auch noch in einer Weise moralisch belastet und befrachtet ist, dass es die Menschen auch noch inhaltlich koituniert und auch in Gut und Böse wieder aufteilt, also in die Klimasünder und die eben sich jetzt hier konform verhalten. Das heißt, es ist auch ein Instrument der moralinsauren Unterdrückung. Das ist genau einer der wichtigsten Aspekte dabei. Also warum glauben wir diese ganze Propaganda, also ich nenne das Propaganda, warum glauben wir das mit dem Klima oder auch mit Zentralbanken und so weiter? Das ist der Ausfluss von Propaganda, und da gibt es drei wichtige Elemente.
Das ist einmal, ich muss die Meinungsführer überzeugen, also Wissenschaftler oder Journalisten. Es ist kompliziert, wie das geht, aber es funktioniert. Ich beschreibe das in dem Buch. Und wer nicht konform geht, wird halt einfach entlassen. Also Wissenschaftler werden weggemobbt, entlassen. Viele der Skeptiker sind schon in Pension, weil sie es sich dann erst erlauben können. Die berichten das auch offen, dass die Meinung unterdrückt wurde. Dann die ständige Wiederholung, das ist das Wichtigste. Die meisten Leute glauben das Klimamärchen, weil ständig wiederholt wird. Es gibt überhaupt keine Fakten, die das stützen, es gibt keine einzige Studie, die das nachweist. Es gibt überhaupt keine Datenreihe, die zeigt, dass zuerst der CO2-Gehalt steigt und dann die Temperatur, sondern es gibt eine Datenreihe, die zeigt, dass es genau umgedreht ist. Alle längeren Zeiträume zeigen, dass es völlig unabhängig ist. Es gibt nicht den geringsten Beweis dafür. Wir glauben es einfach nur, weil es in der Zeitung steht. Und das Dritte, und das ist das Thema, ist, an Gefühle zu appellieren. Bei dem Klimathema habe ich das Schöne, dass ich gleichzeitig an zwei Gefühle appelliere. Das wichtigste Gefühl des Menschen ist die Angst. Wir existieren überhaupt nur als Menschen, weil wir Angst haben und deswegen vorsichtig sind und uns in einer feindlichen Umgebung zurechtfinden, weil wir eben immer irgendwo irgendwelche Gefahren lauern sehen. Das heißt, jeder gute Staatsmann, in Anführungszeichen, appelliert an die Angst. Das ist auch die Angst vor Terror, die Angst vor sozialem Abstieg und so weiter. Und gleichzeitig, das ist der schöne Trick bei dem Klimawandel, ist jemand, der dann sich dafür engagiert, also das CO2 zu bekämpfen, fühlt sich auch noch als guter Mensch. Ja. Er sagt, wir müssen etwas tun gegen diesen Klimawandel. Und witzigerweise für die Umwelt. Für die Umwelt. Und die denken auch noch, sie kämpfen gegen die Energieindustrie. Das ist das Allerlustigste. Dabei hat die Energieindustrie diesen Schwindel erfunden. David Rockefeller, der erwähnte, ist einer der reichsten Banker der Welt und einer der reichsten Energieunternehmer der Welt. Der ist ja Anteilseigner an Exxon. Und man muss ja einfach nur auf die Webseite der Rockefeller Foundation gehen, überall verbreiten dieses Klimamärchen. Ja. BP und Shell finanzieren die Universität, wo wir durch den Climategate-Skandal, der auch unterdrückt wurde, man kann es googeln oder ich habe dazu geschrieben, auch im Buch, ist ja rausgekommen, dass sie die Daten gefälscht haben einfach, weil also die Fälschungen haben auch gar nicht viel gebracht. Die haben da einen so einen kleinen Temperaturrückgang zum Beispiel versteckt. Aber selbst wenn sie ihn nicht versteckt hätten, hätte das gar nichts ausgesagt. Aber Betrüger betrügen eben. Ja? Also wenn ihnen irgendwas nicht passt, müssen sie das auch noch gerade machen. Also Shell und BP finanzieren das. Das heißt, der Grüne oder der mit dem grünen Weltbild denkt auch noch, er bekämpft die, die eigentlich ihn finanzieren. Greenpeace wird auch von der Rockefeller Foundation finanziert und Leuten fällt das irgendwie nicht auf. Ja? Ja. Jetzt gibt es ja, das Klimathema ist ja eines der Mythen, denen wir begegnen und die dazu beitragen, dass Leben reglementiert, Leben teurer wird und dass es eben diese moralische Kategorisierung geben kann. Bei dem Thema Energie, schon angesprochen, ist ja noch vor der ganzen Klimathematik die Ölproblematik und vor allen Dingen auch die damit verbundene Endlichkeit des Öls verbunden gewesen. Genau. Die Endlichkeit der Ressourcen. Das ist eine wichtige Organisation, die eine Rolle spielt dort, ist der Club of Rome. Ja. Der hat uns in den 70er Jahren erzählt, dass alle Ressourcen bald ausgehen. Er hatte sogar sehr konkret gesagt. Genau, ja. An sich hätten wir im Jahre 2010 schon etwa 20 Jahre überhaupt gar kein Öl mehr. Wir hätten kein Öl mehr, Kupfer wäre schon ausgegangen und so weiter. Das war ein gewisser Herr Meadows, der den Report geschrieben hat, der hat dann später zugegeben, dass er über 90% damit verbracht hat, sein Computermodell so lange rechnen zu lassen, bis diese Ergebnisse rauskommen. Ja, der wollte nämlich, dass ein frühes Ende der Ressourcen rauskommt. In Wahrheit werden ständig neue Ressourcen wieder entdeckt. Die Folge war die Ölpreisverknappung. Waren so zwei witzige Wochenenden mit autofreien Sonntagen, die natürlich das Land auch nicht gerettet haben, aber letztendlich ist es alles schon damals auch im Ölpreis dramatisch teurer geworden. Genau, und klar, wenn man die Leute glauben macht, dass etwas knapp wird, dann wird es auch teurer. Entscheidend zu begreifen, also in Wirklichkeit ist Öl gar nicht knapp, die abiotische Öltheorie ist hier richtig, das wird immer wieder neu nachproduziert, das haben russische Wissenschaftler in den 50er Jahren schon rausgefunden, wird auch in den Mainstream-Medien weitgehend verschwiegen. Hat aber zum Beispiel Thomas Gold, das ist ein Professor, der in der Royal Society ist, hat da ein Buch darüber geschrieben, Deepwater Biosphere, und auch andere haben, hochrangige Wissenschaftler haben darüber schon Bücher geschrieben, aber heutzutage liest eben niemand mehr Bücher. Ja, auch über die anderen Themen gibt es ja Bücher, aber es erscheint eben nicht in der Mainstream-Presse. Zur Endlichkeit der Ressourcen muss man Folgendes begreifen, es gibt einen Unterschied zwischen Ressourcen und Rohstoffen. Theoretisch könnte irgendein Rohstoff einmal ausgehen. Das heißt, als Menschheit bräuchte ich ein Gradmesser, welche Rohstoffe tatsächlich uns als nächstes ausgehen. Und das ist ganz einfach. Die Rohstoffe, die knapper sind, sind teurer. Das
Das heißt, wenn ein Rohstoff teurer wird, dann wird er automatisch durch andere Rohstoffe ersetzt, denn jedes Unternehmen möchte so billig wie möglich produzieren. Das heißt, bei den erneuerbaren Energien, die sind ja bis zu 10-mal teurer. Das heißt, dabei werden knappere Ressourcen verschwendet. Also die Solarenergie ist ein besonders gutes Beispiel. Das meiste, was natürlich in dem Preis einer Solarzelle drin ist, ist Energie. Ja? Und wenn die teurer ist, ist natürlich in die Herstellung der Solarzelle viel mehr Energie reingeflossen, als später rausgeholt wird, weil sonst wäre sie ja nicht teurer als die andere Energieform, wie zum Beispiel Kohle. Was passiert also, wenn ich die Solarenergie fördere? Ich verschwende mehr knappe Ressourcen. Und da sind wir auch schon wieder bei den Schuldigen. Die Energieindustrie freut das natürlich, denn ich brauche Energie, um die Solarzellen herzustellen. Ich brauche Energie, um Strom zu liefern, wenn die Sonne nicht scheint, nämlich nachts oder wenn Wolken am Himmel sind oder wenn kein Wind weht. Das heißt, die Erträge der Energieindustrie sprudeln und sprudeln. Und wenn man die Leute auf der Straße fragt, glaubt ihr, dass die Energieindustrie irgendwie böse ist, dann sagen die, ja, die ist ganz böse. Aber dass dieselben Leute das Klimamärchen erzählen, das kapieren die Menschen nicht, weil es ihnen einfach nicht gesagt wird. Auch bei diesem Thema und auch da haben wir wieder diese eben über die Schiene Umwelt den moralischen Druck, der damit automatisch verbunden und aufgebaut wird, dass es eben dann die Klimasünder gibt. Es gibt die gute Energie, es gibt die böse Energie. Und wer sich für die eine einsetzt, der ist immer auf der Seite der Guten und begreift nicht, dass er, egal wo er sich einsetzt, auf derselben Seite eigentlich ist. Ja, also jeder, der mein Buch gelesen hat, oder fast alle, sind ja begeistert und danken mir und so weiter. Die einzige Kritik, die ist zwar selten, aber die einzige Kritik, die kann man auch bei Amazon beobachten, die mal kommt, ist von jemandem, der einfach an diese erneuerbaren Energien glaubt. Weil es klingt halt so schön. Obwohl ich in meinem Buch schreibe, dass mein leider verstorbener Onkel, mit dem ich sehr gut verstanden habe, der hat seit seines Lebens immer auch für die Sonnenenergie gesprochen, hat gesagt, irgendwann mal wird uns das retten und so weiter. Also ich habe überhaupt kein Bias, wie man da sagt in der Wissenschaft, gegen Solarenergie. Ich fände es super, wenn es funktioniert. Nur weiß ich halt inzwischen, dass wenn es funktionieren würde, dann hätte der Markt es schon längst entwickelt. Denn jedes Produkt kommt ohne staatliche Hilfe aus. Jedes. Wenn es einen Nutzen hat. Handys sind ohne staatliche Anschubfinanzierung entwickelt worden, weil es halt schön ist, wenn man telefonieren kann. Und gerade wenn das Energieproblem jemand lösen kann, dann wird ja erst recht, wird es irgendjemand geben, der da etwas entwickelt. Ja? Und die einzige Kritik kommt eben, und zwar fanatisch, ja? Fanatische Kritik auch an dem Buch, was mich dann in den Bewertungen runterbringt, ansonsten hätte ich immer 5 Sterne, ja? Es wird ja auch von Wissenschaftlern gelobt und so weiter, sind diejenigen, die unbedingt an diese erneuerbaren Energien glauben wollen. Das ist so eine Art Religion geworden, weil es klingt halt so schön, ja, das ist doch sauber, weil da in dem Moment, wo die Sonne draufstrahlt, keine Abgase entstehen. Aber Klar. Die Abgase sind natürlich vorher entstanden, wie die Solarzelle produziert wurde. Auch Elektroautos, der größte Schwachsinn überhaupt. Der Strom kommt ja aus der Steckdose, aber er muss ja irgendwo erzeugt werden. Ja? Nur, dass er jetzt nicht mehr aus dem Auspuff rauskommt und schöner aussieht. Und diese heile Welt, wollen viele nicht wahrhaben, dass sie da belogen werden. Ja? Das ist ja auch bei den größeren Themen so. Klima genauso. Ja. Religionsersatz ja. Ein Stück weit und da hört natürlich dann auch das vernünftige Argumentieren auf und da wird einem quasi so die eigene Ideologie und der eigene Glauben unter den Füßen weggezogen ja. Und da reagiert man bekanntlich dann mit Aggression. Genau. Es gibt neben dem Mythos der Endlichkeit der Ressourcen, neben dem Klimamärchen, einen weiteren entscheidenden Mythos, der in seinen Auswirkungen noch schlimmer ist, nämlich, dass die Erde so überbevölkert sei, dass sich daraus ein Problem ergeben würde und man deswegen auch aktiv und tätig werden muss. Was ist denn an der Überbevölkerungsproblematik dran? Ja, das kann man rechnerisch ganz, ganz gut widerlegen. Ja. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass sich alle Menschen der Erde nebeneinander stellen, dann passen, sagen wir mal, 4 Menschen auf einen Quadratmeter. Dann passen auf einen Quadratkilometer passen dann schon 4 Millionen Menschen, ja, das sind 1000 mal 1000 Meter. Und Berlin zum Beispiel hat etwa 900 Quadratkilometer. Das heißt, die gesamte Menschheit würde auf der doppelten Fläche Berlins Platz haben. Das ist jetzt nur, um das zu illustrieren. So will ja keiner den ganzen Tag rumstehen. Ja. Aber wenn Sie so leben wollen wie in München, würde die gesamte Weltbevölkerung 5-mal nach Australien passen. Also das ist jetzt, das erste war zwar rechnerisch ganz interessant, aber natürlich nicht realistisch, aber ich glaube, ein Leben wie in München, das ist etwas, was man sich vorstellen kann.
wer in München mal gewesen ist. Und das ist sicherlich nicht ganz so schlecht. Also nochmal, eine Bevölkerungsdichte wie München bedeutet, dass die gesamte Menschheit, die jetzt existierende gesamte Menschheit, fünfmal nach Australien passte. Genau, da muss man diese Bevölkerung noch ernähren. Dazu braucht man Ackerland, um da Pflanzen anzupflanzen und Tiere aufzuziehen. Wenn man also das Ackerland noch dazu zählt, würde die Menschheit 2,5 Mal nach Australien passen, ein relativ kleiner Kontinent. Darüber hinaus muss man sagen, dass tatsächlich in den Entwicklungsländern die Bevölkerung wächst, aber gerade in den Entwicklungsländern ist sehr viel Platz, ist viel weniger besiedelt als hier, es gibt auch viel mehr Rohstoffe, gibt auch genug fruchtbares Ackerland, um sie zu ernähren, wenn wir dort Eigentumsrechte hätten. Dort, wo die Zivilisation weiterentwickelt ist, wie bei uns, pendelt sich sowieso ein Gleichgewicht ein, also wir sterben ja eigentlich aus. Das heißt, bei uns ist es ja so, in den ärmeren Ländern werden mehrere Nachkommen produziert, weil die einen dann später ernähren sollen. Das heißt, wenn auch der Wohlstand sich einstellt, pendelt sich die Bevölkerung sowieso auf einem vernünftigen Maß ein. Das heißt, was ich eigentlich nur tun müsste in der dritten Welt, wäre dort eine Marktwirtschaft einführen. Dann würde sich automatisch Wohlstand einstellen und dann würde sich das auf einem vernünftigen Niveau einpendeln. Aber wir können noch sehr lange so weiter wachsen, bis die Erde voll wäre. Das heißt, das Problem, das hier generiert wird, egal jetzt, ob man sagt, die ganze Welt à la München ist dann doch vielleicht ein bisschen eng oder wie auch immer, wir sind noch lange nicht an irgendeiner kritischen Marke, wo man sagt, also eine weitere Milliarde und hier brechen Kriege oder Unruhen oder sonst irgendetwas aus, also passieren Katastrophen. Das, was wir im Augenblick haben an Menschenmenge insgesamt weltweit, stellt also weder ökonomisch noch platzmäßig noch von der Versorgung her auch nur das geringste Problem dar. Und selbst wenn, das bin ich vorher nicht fertig geworden bei den Rohstoffen, es gibt nur einen Mechanismus, der uns eben sagt, was knapp ist, also auch Ackerland oder so, das ist der Preis. Das heißt, wenn etwas zu teuer wird, wird es doch etwas anderes ersetzt. Das heißt, selbst wenn es da zu irgendwelchen Problemen irgendwann mal kommen sollte, wenn sich der Staat einmischt, wird es ja verzerrt. Das heißt, wenn ich aber Markt heißt ja nichts anderes. Markt hat bei uns immer so eine negative Konnotation, freie Marktwirtschaft. Aber Markt heißt, wir Menschen entscheiden. Wir Menschen entscheiden, indem wir miteinander handeln. Und wenn die Menschen miteinander handeln und merken, irgendein Gut wird zu teuer, dann werden sie automatisch entweder schauen, dass sie das sparen oder dass sie auf was anderes ausweichen. Wenn aber der Staat für alle dann zentral sagt, nee, wir haben zu viel CO2, zu wenig Kupfer, ja, dann funktioniert das nicht. Das Ergebnis der Planwirtschaft ist eben, dass es in die falsche Richtung geht. Also die Menschen untereinander, die sind nicht so blöd, wie sie von Kommunisten immer gemacht werden. Ja, die merken schon an ihren Handlungen, was sie da anrichten. Ich habe es gesagt, die Diskussion um diese Überbevölkerungsproblematik hat noch eine ganz andere Dimension, weil es ja durchaus von den jetzt nicht näher spezifizierten Machteliten, die so bestimmte Entwicklungen steuern und lenken, Überlegungen gibt, hier die Menschenmenge drastisch nach unten zu fahren. Und da wird es dann natürlich wirklich gespenstisch. Also vorher ist man so in der moralisch falschen Ecke, wenn man also ausatmet und wir jetzt hier CO2 produzieren, oder wie in Amerika Propaganda gegen Babys, gegen Kinder bekommen, formuliert wird, weil Babys insbesondere Weise CO2 produzieren, also wo es dann völlig krank wird. Aber in dem Moment, wo ich sage, ich habe hier ein Überbevölkerungsproblem und muss die Menschheit reduzieren und fange an, vielleicht über Gentechnik, vielleicht über andere Methoden, diese Dinge dann auch umzusetzen, wird es ja dann wirklich kriminell. Ja, also da gibt es auch verschiedenste Methoden, das zu erreichen. Also ich will es mal allgemein formulieren, weil ich jetzt keinen Fall mir rausgreifen will. Diejenigen, die das finanzieren, das sind sogenannte Eugenik-Anhänger. Unter denen sind oft die reichsten Menschen der Welt, die bei uns als Philanthropen gelten. Mhm. Und in deren Stiftungen aber dann zum Beispiel Impfprogramme finanziert werden, ja, wo dann eben die Frage ist, ob die Impfungen die wirklich gesünder machen. Wenn dieselben Menschen, also ich will jetzt nicht so tief in dieses Impfthema rein, ja, weil da müsste man 1,5 Stunden mit einem Fachmann genau darüber reden. Aber nur als logische Überlegung, wenn dieselben Menschen, die sagen, wir haben ein Überbevölkerungsproblem, medizinische Programme finanzieren,
dann ist doch das unlogisch. Ja? Weil wenn die sagen, wir haben zu viele Menschen und wir versorgen die besser mit Medizin, dann werden es ja noch mehr Menschen. Also kann und sie werden auch noch älter. Und werden auch noch älter. Älter also und es mehr. Ist seltsam, dass die Leute, die nach außen hin Gesundheitsprogramme finanzieren, in Wirklichkeit die Menschheit dezimieren wollen, was sie oft genug, man kann ja diese Leute googeln auch, die sagen es zum Teil vor laufender Kamera, wir sind zu viel und so weiter. Die ganzen Namen sind in meinem Buch. Ich passe da immer nur auf, weil man jetzt, wenn man es nicht sofort belegen kann, sollte man auch nicht den Namen dann nennen. Ja. Wobei, wenn man Rockefeller sagt, liegt man nie verkehrt. Wobei sich das seine Autobiografie, die ja im selben Verlag wie meine erschienen ist, liest sich wie die Autobiografie von Jesus. Ja. Also der will nur Gutes. Man muss generell vielleicht mal zu dieser Machtelite sagen, dass viele von denen, also viele, die mitmachen an diesem ganzen Programm, ahnen überhaupt nicht, an was sie da mitarbeiten. Deswegen schenke ich auch dem einen oder anderen von denen mein Buch, ja, dass sie das dann vielleicht merken. Aber manche wissen, was sie da tun, sind aber sozusagen guten Glaubens, dass es besser ist für die Menschheit. Es gibt zum Beispiel, das ist sehr weit verbreitet, man muss sich nur mal mit solchen Leuten unterhalten, ist die These, dass die Menschen einfach zu dumm sind. Sie kommen natürlich zu diesem Schluss, weil sie ja sehen, wie leicht sie sich beeinflussen lassen durch die Massenmedien. Ja? Also zum Beispiel im Klimawandel, vielleicht kann ich dazu sagen, manchmal gelten meine Aussagen oder werde ich dafür kritisiert, dass sie überheblich oder arrogant wären. Ja? Dazu muss man aber sagen, dass diejenigen, die uns diese Märchen verkaufen, ja immer behaupten, wir sind die Spinner. Ja? Also da werde ich dann natürlich schon mal überheblich, wenn ich dann Gegenfragen stelle. Oder die 11. September-These, die allen Naturgesetzen widerspricht. Mhm. Ja. Vielleicht mal bei dem Beispiel. Im Kindergarten lernt ein Kind schon, wenn es Bauklötze aufbaut, also Burgen aus Bauklötzen, dass wenn sie einen Stein, einen Bauklotz rausnimmt, dass der Turm zur Seite fällt. Nämlich auf die Seite, wo dieser Bauklotz entfernt worden ist, weil Masse geht immer den Weg des geringsten Widerstandes. Genau dasselbe hätte am 11. September passieren müssen. Die Türme hätten auf die Seite fallen müssen, wo zuerst die Struktur nachgegeben hat, eine dieser Säulen. So, jetzt, das ist also eine Argumentation auf Kindergartenniveau. Wenn ich das jemandem sage, fühlt sich derjenige natürlich angegriffen, weil er sagt, ja wie, du glaubst, ich bin dümmer als ein Kindergartenkind. Nein, das meine ich nicht. Ja. Einige meiner besten Freunde glauben bis heute an die offizielle Geschichte. Und im Übrigen kann auch jeder in unsere Partei eintreten und immer noch an die offizielle Geschichte glauben. Ja. Wir machen ja Gesetze für die Allgemeinheit und nicht, indem man an irgendetwas glaubt. Und diese Menschen sind ja nicht dumm. Ja, also ich spreche ja auch mit denen und das sind gute Freunde von mir und die haben Abitur und gute Jobs. Ja. Einer meiner besten Freunde ist ein hervorragender Journalist, glaubt es aber immer noch. Sie sind natürlich nicht dumm, sondern es ist diese Propaganda. Ich habe dann eher eine Art Mitgefühl, okay, du stehst halt noch unter der Propaganda. Also, ja. So, und wenn man aber jetzt jemand ist, der das offen ausspricht, gerät man plötzlich in die Defensive. Ich möchte vielleicht noch ein Beispiel, weil wir in Hamburg sind, das mich regelrecht geschockt hat, von einer Hamburger Wissenschaftlerin. Die hängt auch der sogenannten österreichischen Schule an. Ganz kurz, um das zu erklären, das ist ein Wirtschaftssystem, das auf einer natürlichen Ordnung beruht. Das heißt, alle Menschen, das beruht nur auf freiwilligen Verträgen, so wie ich es vorher geschildert habe, ohne Zwang. Das ist die natürliche Ordnung. Die leitet einen Gesprächskreis und sie sind auch dieser Ansicht, da sind auch Anhänger der österreichischen Schule. Und dann frage ich so, warum die nicht der Partei beitreten wollen oder sich für uns engagieren. Dann kommt als Antwort, ja, wegen dem 11. September. Sag ich, wie wegen dem 11. September, was hat es damit zu tun? Naja, sie erzählen doch, dass es nicht so war und so weiter. Jetzt muss man sich das mal vor Augen führen. Was habe ich gemacht? Ich habe im Gegensatz zu meinen anderen Kollegen zwei Artikel im Focus Money geschrieben über den 11. September. In dem ersten Artikel habe ich mir einige Wissenschaftler von mehreren tausend rausgegriffen, Physiker, Ingenieure, Architekten und Piloten, die alle sagen, das kann nicht so gewesen sein. Die Naturgesetze sagen etwas anderes. Mehr habe ich nicht gemacht, keine Verschwörungstheorie aufgestellt, einfach nur Experten zitiert. In meiner zweiten Geschichte im Oktober 2010 habe ich mir nur Artikel aus der Mainstream-Presse rausgesucht, in denen Indizien enthalten sind, die der offiziellen Theorie widersprechen. Beispiel, der Afghanistan-Krieg war eindeutig vorher geplant vor dem 11. September und der Irak-Krieg war eindeutig vorher geplant. Mehr habe ich nicht gemacht. Das steht so in der Mainstream-Presse. Muss ich mich natürlich fragen, wieso planen die einen Afghanistan-Krieg, wenn sie noch gar nicht wissen konnten, dass der 11. September passiert, mit dem das begründet wurde. Ja? So, ich habe also meinen Job wahrgenommen als Journalist, ja.
Und dann kommt immer die Gegenfrage, ich muss da ein bisschen ausholen dazu, ja, da kommt immer die Gegenfrage, ja, wenn das so ist, wie du sagst, warum schreibt da niemand was drüber? Warum schreibt der Spiegel nichts drüber? Jetzt habe ja ich was drüber geschrieben und jetzt sagen Menschen, die unsere Wirtschaftsphilosophie für gut halten, wir können aber nicht in die Partei eintreten, weil der Vorsitzende seinen Job gemacht hat und auf Widersprüche hinweist. Also ich habe ja keine Verschwörungstheorie aufgestellt, sondern einfach nur Fakten aufgezählt. Das heißt, wenn schon Menschen, die überhaupt nichts riskieren, die würden einfach nur in die Partei eintreten, sagen, ja, ja, also auf Deutsch sagen die doch zu mir, ja, Herr Janich, wenn Sie jetzt lügen würden, könnte ich in die Partei eintreten. Das heißt, die innere Schere in den Menschen ist schon vorhanden, obwohl sie gar nichts riskieren. Wie groß muss denn dann die Schere im Kopf eines Journalisten sein, der ja weiß, wenn er das schreibt, wird er gekündigt, ja, kriegt keine Aufträge mehr. Christoph Förster ist ein Beispiel, Frieder Wagner ist nicht 11. September, sondern Uranmunition. Gerd Wischnewski, mit mir ist es passiert. So, das heißt, und die Wissenschaftler werden auch weggemobbt, die Klimawissenschaftler. Wir leben in einem Klima der Angst. Aber wenn dann sogar Leute einer Partei nicht beitreten, weil sie sagen, ja, du darfst jetzt deinen Job nicht mehr machen. Also ich habe meinen eigenen Job schon riskiert, ja? Also habe also riskiert, dass ich entlassen werde. Also wie viel schlimmer muss es dann erst bei denjenigen sein, die das eigentlich beschreiben müssen? Wir sind im Grunde genommen damit bei dem letzten Bereich, nämlich die Frage, wie Medien mit all diesen Themen umgehen. Es ist schon beantwortet in vielen Bereichen, dass diese Themen, ein paar Mal schon angesprochen worden, im Mainstream überhaupt nicht stattfinden. Also ob die Klimathematik, die Übervölkerungsproblematik, Endlichkeit der Ressourcen und die wirklichen Hintergründe finden in dem Mainstream überhaupt nicht statt. Wenn jetzt ein Journalist sich, ob das 11. September ist, aber in dem Fall war es der 11. September, mit einem solchen Thema befasst und dort nun plötzlich mal die richtigen Fragen stellt, wie konnte das überhaupt passieren? Also wieso hat Focus Money diese Türe da mal ganz kurz aufgemacht? Im Spiegel wäre es wahrscheinlich nicht gegangen. Und war die Türe dann auch sofort wieder zu? Und der Täter, nämlich der Journalist, der seinen Job ernst genommen hat, auch gleich wieder draußen, wie ist es da ergangen? Na gut, das wird einem ja nie so gesagt. Also das ist ja nie ein Beweis. Ja. Auch dem Gerhard Wischnewski hat man nicht gesagt, du hast jetzt die Wahrheit am 11. September da in einem Film publiziert. Deswegen, also es gibt immer andere Gründe, warum man dann keine Beschäftigung mehr findet. Aber man findet keine mehr. Genau, ja. Gut, das kann sich auch alles noch ändern. Ja. Mir geht es eigentlich eher darum, dass... Oder wie sieht es in den Redaktionen aus? Reden wir mal darüber, ja. Es fällt auch Journalisten schwer, wenn sie diese als Verschwörungstheorien diffamierten Dinge vorbringen, haben die auch einfach Angst, schon das überhaupt vorzubringen. Also ich würde mal schätzen, in größeren Redaktionen, also ich habe da auch Kollegen befragt, die also zum Beispiel wissen, dass der 11. September natürlich nicht so war, wie das in ihren Redaktionen aussieht. Und in der Zwischenzeit sind wir dabei angekommen, dass... Ich würde sagen, ein Drittel der Journalisten da schon Zweifel hat. Ja? Und vielleicht 10% definitiv wissen, dass es nicht so war. Aber die scheuen sich auch, das vorzubringen. Da gibt es mehrere Gründe dafür. Der erste Grund ist... Auf der redaktionellen Ebene, ja. Aber nicht auf der Leitungsebene. Oder ist die Leitungsebene dann die dafür Sorge trägt, dass nichts vorgetragen wird? Ja, das ist die große Frage, ja. Das kann man eben so nicht sagen. Also ich bleibe jetzt noch mal eine Stufe drunter. Die Geschichte wird erst gar nicht vorgeschlagen. Warum? Weil derjenige, also erstens will er nicht als Spinner gelten bei seinem Vorgesetzten. Ja? Und wenn man nicht zufällig einen guten Draht zu dem hat und mit dem ein paar Mal saufen war, dann weiß man ja gar nicht, was der wirklich denkt. Dann denkt man, ja. Das Zweite ist, dann denkt man sich, okay, soll doch jemand anders das vorschlagen. Ja? In dem Fall in unserer Redaktion war es ich, wobei zum damaligen Zeitpunkt ich der Einzige war, der da Zweifel hatte. Inzwischen gibt es vielleicht ein, zwei mehr, ja? Oder drei. Ja? Und bei mir war es schon immer so, dass mich die Meinung der Oberen nicht interessiert hat. Das war in der Schule so, das war an der Universität so. Also nur weil einer einen Titel hat, bin ich nicht überzeugt davon, dass er die Wahrheit sagt. Deswegen hat mich das noch nie gestört, aber die meisten stört das halt doch. Da gibt es ja auch die Schweigespirale von Nölle Neumann, beschreibt das sehr gut. Es geht um die soziale Erwünschtheit. Ja, also man orientiert sich unbewusst, das war mir vorher auch nicht so klar, man orientiert sich unbewusst immer nach der Mehrheitsmeinung. Und man will nicht sozial isoliert sein.
Zum Beispiel ist einer unserer, der hatte eine Funktion in einem Landesverband bei uns, der ist zurückgetreten, weil er eben sich isoliert gefühlt hat, weil ihm andere Leute gesagt haben, du bist ja bei einer Verschwörungspartei wegen dem Klimawandelthema. Inzwischen dreht sich das aber um. Also wir haben zum Beispiel Professor Norbert Geng jetzt an Bord. Wir werden bald diesen Bankenvorstand haben. Wir haben Gewerkschaftsführer und so weiter. Es gibt dann nämlich auch eine Positivauslese in so einem Fall. Zu uns kommen nur die Mutigsten und die Besten, sage ich. Ja. Weil die haben immerhin, man muss nicht besonders intelligent sein, um das alles zu begreifen. Also die Logik ist beim 11. September auf Kindergartenniveau. Aber man muss ein kritischer Geist sein und man muss sich öffnen dafür, dass man die Dinge aus einer anderen Perspektive betrachtet. Und die Leute kommen zu uns, das ist auf der einen Seite positiv. In den Redaktionen aber ist es überhaupt nicht positiv, um darauf zurückzukommen, weil man ja immer nur etwas riskiert und immer sagen kann, ach, das soll doch jemand anders machen. So, ist auf dieser Ebene. Das heißt, ich war noch nicht bei einer Konferenz dabei, an der das überhaupt vorgeschlagen wurde, der 11. September als Thema, also aus der anderen Richtung. Und dann kommen wir zu der Ebene drüber. Warum es im Focus Money erschienen ist, ist, weil ich einfach den Chefredakteur überzeugt habe und der Herausgeber von Focus Money kriegen die Geschichte gar nicht vorgelegt, sondern das geht so. Ist durchgerutscht. Vielleicht ist es inzwischen so, dass die genauer draufschauen, das weiß ich nicht. Ist durchgerutscht sozusagen. Ohne zu viel zu sagen, ich habe ja beruflich sehr viel mit Unternehmensvorständen zu tun, auch mit Verlagsvorständen. Auch dort gibt es natürlich Leute, die wissen, dass es schiefläuft, die sich aber nicht trauen. Das ist so ein bisschen, es gibt auch so ein, ich glaube, das ist ein schönes Zitat von Roosevelt oder anderen, die sagen, die Leute trauen sich da nicht so richtig, das zu sagen, wissen aber schon, dass was schiefläuft. Das heißt, ich weiß nicht, ab welcher Ebene es beginnt, dass die Leute tatsächlich wissen, dass zum Beispiel der 11. September anders war oder es mit dem Klimaschwindel so ist und sie vor echten Repressalien Angst haben oder es einfach selber auch nicht riskieren wollen. Jeder schaut so ein bisschen, vielleicht macht der andere mal was. Und die dritte Möglichkeit ist natürlich, dass es ihr Job ist, darüber zu wachen, dass diese Informationen genau so rauslaufen, wie sie eben heute rauslaufen. Genau. Das ist, was aber kaum zu beweisen ist. Das, klar, das ist ja der Sinn auch von geheimdienstlicher Tätigkeit, dass das nicht so völlig transparent ist. Das ist völlig richtig. Mhm. Aber damit wird deutlich, warum ein solches Thema aufzugreifen. Und wir haben eine ganze Reihe hier von Namen und da ging es nicht nur um den 11. September, sondern ging es um andere Themen genauso, die genauso inopportun sind, was die Wahrheit betrifft, führt einfach dazu, dass man in sanfter oder mal auch ruppiger Weise dann offensichtlich irgendwann nicht mehr tragfähig ist und letztendlich abgestraft wird, wenn man hier gegen den Strom geschwommen ist. Ja, und viele Dinge verselbstständigen sich auch so, dass man nicht mehr zurück kann. Also das Klimathema ist ein besonders gutes Beispiel. Obwohl ja jetzt durch den Climategate-Skandal rausgekommen ist, dass die Daten gefälscht wurden, obwohl immer mehr Länder auch nicht mitspielen bei dem Ganzen, wie bei der letzten Konferenz auch rausgekommen ist, wird mit aller Macht dran festgehalten. Und jetzt will ich vielleicht auch noch auf ein sensibles Thema kommen, was speziell die Politik in der Bundesrepublik Deutschland betrifft. Denn uns betreffen diese ganzen Themen am meisten, also bei uns wird der Klimawandel am meisten forciert. Zum Beispiel hält die jetzige Bundesregierung daran fest, dass wir alleine das Klima retten, was schon, selbst wenn es alles stimmen würde, absoluter Schwachsinn ist. Die wollen die CO2 um 80% reduzieren, was bedeutet, die Industrieproduktion um 80% zurückzufahren oder die Energie ins Unendliche zu verteuern, damit das Ziel erreicht wird. Und da muss man sich jetzt mal damit beschäftigen, welche Vergangenheit unsere Politiker haben. Das ist nämlich auch im Mainstream nicht passiert. Und da sind wir wieder bei der kommunistischen Langfriststrategie. Wir wissen heute aus den Akten, dass die Stasi die RAF-Terroristen unterstützt, logistisch unterstützt hat, mit Waffen versorgt hat, finanziell unterstützt hat. Das wissen wir heute, auch wenn es nicht oft geschrieben wird. Dann muss man sich natürlich auch fragen, ob die Verteidiger der RAF-Leute, ob die nicht auch Stasi-Kontakte hatten. Ist es denkbar, dass die Stasi die RAF steuert, aber nicht darauf achtet, welche Anwälte die haben? Mhm. Ist relativ unwahrscheinlich, aber möglich. Wir sind unter Rot-Grün regiert worden von Gerhard Schröder, ein RAF-Anwalt, sein Innenminister Otto Schily, RAF-Anwalt, Außenminister Joschka Fischer, in dessen Autos sind Waffen eines Terroristen namens Klein transportiert worden, Außenminister, Jürgen Trittin, früher im Kommunistischen Bund. Angela Merkel war FDJ-Sekretärin für Propaganda und Agitation.
Sekretärin ist nicht wie bei uns eine Sekretärin, sondern ist eine Ministerin, sowas wie eine Schlüsselfunktion. Auch, wie sehr ist es vorstellbar, dass die das ohne eine Verpflichtungserklärung der Stasi an einer Elite-Universität werden konnte? Fakt ist, das sind ja alles nur Verdächtigungen, ja, die Stasi-Akte von Helmut Kohl wird nicht herausgegeben, die Stasi-Akte von Angela Merkel wird nicht herausgegeben und die Stasi-Akten über die anderen Menschen, von denen ich gerade gesprochen habe. Lediglich, es gibt lediglich über die Zeit von 1969 bis 1972 Forschungsaufträge, von denen die meisten abgelehnt wurden. Die wenigen, die Einsicht erhalten haben, haben herausgefunden, dass etwa 10% des damaligen Bundestagsabgeordneten Stasi-Informanten waren. 1969 bis 1972, wenn wir das hochrechnen auf die späteren Legislaturperioden, hatten wir möglicherweise Hunderte von Bundestagsabgeordneten, die für die Stasi gearbeitet haben. Und die, die jetzt für die Linke arbeiten, sind völlig unproblematisch, weil die sind ja offene Kommunisten. Ja, da brauche ich nicht untersuchen, ob die bei der Stasi waren. Ja, dann muss ich sagen, ja, hoffentlich warst du bei der Stasi, wenn du Kommunist bist. Ja. Also es geht um diejenigen, die die westlichen Parteien unterwandert haben. Über Hans-Dietrich Genscher gibt es eine Stasi-Akte, in der er als I.M. Tulpe bezeichnet wird. Es wird öffentlich nicht diskutiert, deswegen kann er sich auch nicht schlecht verteidigen. Aber die offizielle Variante, die einmal im Spiegel stand, ist, das wäre eine gefälschte Akte. Aber wenn ich jemanden mit, um ihn zu erpressen zu können, aber wenn ich jemanden mit einer gefälschten Akte erpressen kann, dann könnte ich ja jeden Politiker auf der Welt mit einer gefälschten Akte erpressen. Es müsste, und jetzt sind wir bei einem entscheidenden Thema, es müsste ein Staatsanwalt ermitteln wegen Landesverrat und Spionageverdacht. Angela Merkel, unter Angela Merkel, die Große Koalition hat abgelehnt, dass es weitere Forschungsaufträge gibt, 2007, über die Stasi-Vergangenheit von Bundestagsabgeordneten in der Zeit nach 1972. Warum lehnt die das ab? Warum stimmen alle Parteien, also nicht die Linke, sondern alle westlichen Parteien dem zu, dass dort nicht geforscht werden darf? Es liegt doch auf der Hand, dass sie da etwas zu verbergen haben. Wer müsste in einem Rechtsstaat einschreiten? Das ist die Staatsanwaltschaft. Und aber dafür bräuchten wir eine unabhängige Staatsanwaltschaft. Genau, und das ist der entscheidende Punkt. Das fordern wir auch als Partei. Die Weisungsgebundenheit der Staatsanwaltschaft muss abgeschafft werden. Weil wenn mein oberster Dienstherr derjenige ist, der in Verdacht gerät, ja, dann, und der weist mich an, dass ich nicht ermittle, dann haben wir natürlich als Rechtsstaat ein Problem. Auch das ist ein Thema, was diskutiert gehört seitens der Medien. Im Grunde genommen schließt sich bei all diesen Themen wieder der Kreis, dass die Medien diese Themen nicht aufgreifen, nicht nur nicht genügend aufgreifen, sondern eigentlich gar nicht aufgreifen und beispielsweise nur so ein Nebenaspekt wie die Frage der Unabhängigkeit unserer Staatsanwaltschaft etwas ist, was in keiner Weise irgendwo diskutiert wird. Also ein großes, insbesondere eben auch ein Medienthema, weil all die ganzen Bereiche entweder von einer vermeintlich vierten Gewalt kritisch hinterfragt gehörten, wenn investigativer Journalismus wirklich den Namen verdiente, wenn Journalismus wirklich den Namen verdiente, oder man hat eben diejenigen, die dann aus Feigheit, aus Korruption, aus welchen Gründen auch immer, aus Unwissenheit, diesen Dingen nicht nachgehen, obwohl es relativ einfach ist, sie zu entwickeln und auch zu recherchieren. Also sind ja keine geheimen Informationen, Stichwort 11. September. Ich sage ein ganz herzliches Dankeschön für eine breite Tour durch unterschiedliche Gebiete, bei denen deutlich wurde, welche Rolle letztendlich ein Journalist wahrnehmen kann, wenn er denn seinen Job ernst nimmt. Aber ganz offensichtlich ist das etwas, was seit vielen Jahrzehnten ein Problem darstellt. Und ich will auf ein Zitat noch hinweisen aus dem Buch, aus einer Rede, die John F. Kennedy vor Zeitungsverlegern bezeichnenderweise gehalten hat. Eine Rede, die, obwohl sie vor Zeitungslegern und Verlegern gehalten wurde, nie veröffentlicht wurde und wo es auch genau um die Machteliten, die Verschwörungen von ihm direkt auch expressis verbis so angesprochen geht und sicherlich eine Sache, die einerseits bezeichnenderweise von denen, die wirklich die Macht dazu hätten, nie publiziert wurden, andererseits er auch diese Rede nicht so ganz furchtbar lang überlebt hat.
Kann man nachlesen im Buch. Insofern danke ich für das Gespräch, danke für die Informationen und will abschließend auf das Buch nochmal hinweisen von Oliver Janich, Das Kapitalismuskomplott, die geheimen Zirkel der Macht und ihre Methoden. Da geht es dann sehr intensiv und sehr ausführlich über all das, was wir hier nur anreißen konnten. Für das Interesse und für die Aufmerksamkeit sage ich ein herzliches Dankeschön. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal bei COP Kontrovers. Dass der Islam nicht in jedem Land, nicht in Deutschland und in Europa seine Scharia durchsetzen kann, das liegt daran, dass er noch nicht die Macht hat. Also das ist der entscheidende. Aber wenn er die Macht hat, dann wird er natürlich verpflichtet sein, aus dem Glauben heraus verpflichtet sein, die Scharia einzuführen und zu praktizieren. Wenn Sie das Grundrecht haben, Grundrecht ist das, Widerstand zu leisten, wenn ich diese Ordnung bekämpfe und zu beseitigen trachte, kann ich nicht das Grundrecht haben, diese Ordnung zu beseitigen. Das müsste eigentlich jeder einsehen. Das ist ein völliger Widerspruch. Also dieses Grundrecht, irgendwie gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung Politik zu machen, und das ist das Wesen des Islam. Er will eine völlig andere Ordnung. Er will eine theokratische Ordnung. Im Islam sind die Gesetze von Allah herabgesandt. Ja, und der Herrscher ist von Allah eingesetzt. Er hat immer Recht, weil er von Allah ist. Der Islam ist einfach von seinem Wesen her der Demokratie gar nicht fähig. Ja, dass der Islam diese Ordnung eben beseitigen will, liegt in seinem Wesen. Das ist seine religiöse Pflicht. Aber dagegen haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand. Also das Widerstandsrecht besagt, dass alle Deutschen das Recht haben, und ich füge hinzu, sittlich die Pflicht haben, gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, Widerstand zu leisten. Und deswegen muss ich zu dem schrecklichen Ergebnis kommen, dass die Errichtung von Moscheen und verfassungswidrig sind. Dieses erschütternde Ereignis vom 11.09., was ja an Mark und Beinen auch der Bevölkerung gegangen ist, der ganzen Welt, das liefert die Rechtfertigung, die moralische und auch die emotionale Rechtfertigung, nun überall, wo Terror auftritt, den Krieg anzufangen. Der Terror findet nur immer statt, wo Ölpipelines diskutiert werden, wo Gas transportiert wird, wo die Schifffahrtslinien für die Öltanker entlanglaufen oder wo möglicherweise die Chinesen sich zukünftig mal niederlassen werden. Also es hat alles im Grunde genommen seinen Sinn. Da, wo Terror ist und wo Al-Qaida zuschlägt und per Internet erklärt, dass es Al-Qaida war, dann kann man sehen, da kann man seine Nadeln hinstecken. Das sind die geologischen Choke Points und entsprechenden Positionen, die für Amerika zur Aufrechterhaltung und vielleicht auch sogar noch Ausdehnung des amerikanischen Jahrhunderts, wie die Leute damals geschrieben haben, 12 Monate vor dem Ereignis, um das zu ermöglichen. Also wir stehen vor einer Situation, dass Amerika jetzt schon über ein Jahrzehnt Krieg führt, wir im Schlepptau hinten dran schlappen, am Hindukusch angeblich unsere Freiheit verteidigen und in Wirklichkeit ist nichts begründet davon. Also das darf nicht sein. Das ist nicht der Bündnisfall. Der Bündnisfall ist herbeimanipuliert worden und deswegen ist der Krieg rechtswidrig.